So, herzlich willkommen zu dem überhaupt nicht übertriebenen Projekt. Ich meine, gut, wir hatten jetzt, ne, ich meine, jetzt haben wir 250 Folgen. Da muss man noch wieder ein bisschen Unsinn machen. Damit die Zuschauer da bleiben. Sie wollen ja entertained werden. Was? Ja. Weg da. Ach komm. Come on. Dankeschön. So. Okidoki. Genau, das hier muss noch weg. Das hier muss dann auch weg. Und das hier muss weg. Genau, der Boden schwimmt an der Stelle bereits. So, dann mache ich jetzt erstmal hier die Decke rein, damit ich immer wieder, ne? Das Wasser gibt mir gerade die Cent auf den Sack. Und da kommt bereits das nächste. Danke dafür. Mache ich jetzt eigentlich? Doch, alles gut. Ja, doch, alles gut. Genau. So. Genau, hier hinten noch brauche ich nicht austauschen, da der elende Wand davor kommt. Was mir die Frage, Herr Dingsterbumstadt, warum ich die ganze Seite weggenommen habe. Der kann da wieder schön hin. Boing. Ach, scheiße. Upsala. Achso. Sehr schön. So. Achso, den muss ich auch noch austauschen. Okay, dann machen wir das mal. Ja, komm. Hier ist schon ausgetauscht. Sehr schön. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Genau. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Wand rein, damit ich hier die Wand davor machen kann. Du bist natürlich komplett falsch. Hier fehlt noch was. Beziehungsweise nein, da kann Sand davor. Sieht man später eh nicht. Hier muss auch was davor. Das heißt, ich mache das mal so hier. Genau. Ah. Ich weiß nicht, ob Zuckersand hier irgendwann reinfällt. Ne, weil Zuckersand hat ja Physik. Und nicht, dass dann irgendwann hier irgendwas kaputt geht. Ich mache da mal einen Erdblock hin. Da kann ich mir sicher sein, dass hier nichts passiert. Ich weiß, auch bei Sand dürfte eigentlich nichts passieren, aber man muss es ja nicht immer drauf anlegen. Ne, die Mindtest Engine hat auch so ihre Tage. Um das mal so zu sagen. So. Okay, dann können wir jetzt anfangen, hier die Wand reinzuziehen. Wir haben nur noch 4 Stück, das reicht bei weitem nicht. Wie viel brauchen wir? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dorthin. Also 3 mal 10 und das ist 2 mal. Ne, 3 mal 9. Hier hinten müssen ja dann so der Eckdinger rein. So. Also einmal 54 von diesen Dingern. 4 haben wir schon, brauchen also noch 50. Ist 54 überhaupt richtig? Warte mal kurz. 3 mal 9 sind 27. Und 27 mal 2 sind 20 mal 2, also 40.
plus 7 mal 2, also 14, also 40 plus 14, also 54 minus 4 sind 50. Ja, ich denke, ich habe das soweit Ich traue meinen rechten Künsten in letzter Zeit sowieso gar nicht mehr. Ja. super. Ist natürlich 48 wäre ideal. Haben wir also wieder Verschnitt. Ach, leck mich doch. So, danke. Immer her damit. Wie gesagt, bei den Sachen, da haben wir massig von. Da ist mir das gerade sowieso scheißegal. So. Yuchen, du kommst nach da. Das sieht natürlich komplett falsch aus. Die Frage ist, wie ist der Stein ausgerichtet? Ich baue mal einfach mal hier so einen Block hin. Das wäre dann... Müsste ich dreimal drehen, richtig? Ja. Perfekt. So, und hier das Gleiche. Dann kommst du daran und du musst... auch dreimal gedreht werden? Ja. Auch dreimal gedreht werden. Perfekt. Achso, hier habe ich ja sowieso Steine als Orientierung. Schon wieder. Gut, dann... ich mache mal die Steine hier weg, damit ich später nicht durcheinander komme. Was hier von mir ist und was unwichtig ist. Nicht, dass ich denke, ich habe die Dinger irgendwie platziert, weil ich die hier irgendwas brauche. Und dann brauche ich sie später doch nicht. Das wäre Katastrophe. So, kommt hier wieder Sand hin. Der sieht von oben auch gar nicht mal so scheiße aus. Ich meine, später müsste sowieso wieder so ein Dinger hin. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, damit ich später nicht durcheinander komme. So, du kannst wieder weg. Deine Dienste werden nicht länger benötigt. Gut, und jetzt kann ich überall die Dinger hin platzieren. Das heißt, wo ist mein Replacement-Tool? Goddammit. Da. Danke. So, kopieren, einfügen. Die Mitte ist... Hier müsste die Mitte sein. 1, 2, 3, 4, genau. Ja, eine richtige Mitte gibt es ja jetzt nicht mehr, da der Raum in die Richtung eigentlich länger ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Quasi die Mitte von dem Wasserfeld. Ne? So, hier auch wieder kopieren, einfügen. Geht das so? Tja, Skills muss man haben. Nein, das war... Eins weiter nach vorne, bitte. Ja. Dankeschön. So, beziehungsweise kann ich ja auch eigentlich gleich hier einen reinsetzen und... Momentchen mal, warum ist... Hä? Der da oben ist richtig, aber warum habe ich hier einen hingesetzt? Das war ja komplett dumm. Egal. Lassen wir das so. So, jetzt kommen die Eckdinger. Da muss ich erstmal kurz gucken. Eckdinger hatten wir ja, glaube ich, noch. Aber eben diese Eckdinger, waren es auch 16 oder waren es denn 8? Von der Dicke her, meine ich jetzt. Das dürften 16 gewesen sein, richtig? Ah, doch, sieht fast so aus. Sieht sehr dünn aus, aber wir haben keine mehr. Das heißt, auch da muss ich erstmal welche erbauen, erschaffen. So. Dann kriegen wir 8 Stück. Oh, jo. Ah, viel Spaß bei den Dingern rotieren, weil er die garantiert komplett falsch hinsetzt. Wir probieren erstmal hier ein. Okay. Dann probieren wir erstmal da ein. Und tatsächlich, die sind von der Textur passen überhaupt nicht rein. Ach, das ist scheiße. Nee, die einmal komplett spiegeln bringt auch nichts. Die passen von der Textur halt einfach gar nicht rein. Die würden halt reinpassen, wenn wir sie hier oben reinsetzen. Dann würden sie reinpassen, aber so schräg geht's gar nicht. Ah, okay, was weiß.
Irgendwo muss man Abstriche machen. Und es sieht gar nicht mal so scheiße aus. Es sieht zwar offen gesagt ultra scheiße aus, aber hey. Wobei das auch kacke ist, ne. Okay, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ist mir gerade alles scheißegal. Wir machen es anders. Gut, die können wir nicht leider nicht rekombinieren. Also leider nicht rekombinieren, also haben wir Abfall. Das wollte ich sagen. Wir machen hier Platten drauf. Tatsächlich einfach wieder Platten. Na komm. Und dann machen wir hier Blöcke rein. Komplett Vollblöcke. So. Perfekt. Und schon wird nie jemand merken, dass hier irgendwas falsch ist. Oh ne, sah gerade falsch aus. Von der Rotierung her jetzt so. Aber alles richtig. So. Perfekt. Und man sieht kein bisschen, dass es nicht original ist. Es ist auch geil. Yeah, Motherfucker. Okay. Sehr cool. Dann können wir uns jetzt hier um die fliegenden Dinger hier, um die Türen Gedanken machen. Da brauchten wir, wie viel Platz brauchen wir? Blöcke, Türzone, Dropper, Mesekon, la und la. Das heißt, wir brauchen... Wir müssen hier doch in die Wand rein. Das heißt, die Blöcke hier sind doch im Weg. Na gut, andererseits können wir das Ding auch in die Richtung hier bauen. Dann ist das zwar nicht punktsymmetrisch. Also die... Ne, ich wollte quasi so machen, dass die Türmechanik immer rechts von der Tür ist. Aber das wäre dann hier halt in die Richtung. Und da geht es aber dann nicht mehr. Oh, was soll's. Und dann ist es halt so. Okay, das heißt... Wir müssen da rein, da rein. Brauchen hier mal kurz Fackeln, damit ich immer was sehen kann. So, fünf Blöcke brauchen wir, ne? 1, 2, 3, 4. Nee. Mann. Steinblock, Schwenkbereich, Hopper, Dorwa, Pisten, Mesekon. Wir brauchen noch einen. Nee. Ach, Alter. Hörst du? Stein. Durchgang. Stein. Pisten. Mesekon. Inverter. Wir brauchen doch noch eins. Oh. Ich meine, ist jetzt technisch gesehen nicht schlimm, aber interessant. Oh, hier ist das Gleiche. Ja. Achso, weil ich ja hier unten muss dann ja sowieso das Ding hier rein. Ist ja dann später der Durchgangsbereich. Also das, was man sieht, genauso wie die Dinger hier, die später weg müssen. Warum eigentlich später? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen. So war der Spruch doch, oder? So. Ich meine, letztendlich, die Türen bewegen sich ja sowieso mit einem Block pro Frame. Das heißt, man sieht nicht, ob die Tür sich nach rechts öffnet oder nach links öffnet. Es ist also optisch gesehen egal. Aber wie gesagt, ich wollte halt einfach... Ja. Da hat der Perfektionismus gekickt. Aber gut. Dann ist es halt, wie gesagt, nicht punktsymmetrisch. Scheiß drauf. Ich meine, letztendlich ist das ganze Ding sowieso nicht punktsymmetrisch, weil der Raum nach hinten eins länger ist als in die Breite. Von daher. So. Weißt du was, wenn wir sowieso schon immer beim Durchbessern sind. Perfekt. Okay, jetzt hier auch das Gleiche. Wir brauchen... Wie viel? 5 Reihen.
Das wäre aber der sechste, oder? Ach, scheiße. Also. Ach, scheiße. Ich brauch Dinger. Ich brauch Dings. Erstmal brauche ich einen Player-Detektor. Dann brauche ich ein bisschen Mesekon. Da haben wir massig. Inverter brauchen wir noch. Also Notgatter brauchen wir noch. Und Pisten brauchen wir. Aber da haben wir auch noch welche. Das heißt, wir brauchen als allererstes erstmal nur Player-Detektor. Zwei Stück. Ein Microcontroller und Eisen. Eisen haben wir zum Glück. Und Mikrocontroller, da gibt es einen Unterschied. Haben wir weder noch. But why? Okay. Dann bauen wir uns halt mal kurz welche. Okay. Ein bisschen Silizium und ein bisschen Mesekon. 1, 2, 3, 4. Und die Hälfte? Na, die Hälfte. So. So. Dankeschön. Und jetzt? Dankeschön. Und jetzt brauchen wir noch mehr Mesekon. Dankeschön. So, dann brauchen wir eigentlich soweit nichts mehr. Das heißt, du kannst da rein. Wir brauchen zweimal dich und das war's dann aus der Kiste hier. Sehr schön. Dann brauchen wir bloß noch viermal Kleber. 1, 2, 3, 4. Und vier Pisten. 1, 2, 3, 4. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Richtig? Die Notcutter brauchen wir noch. Inverter. Okay. Das sieht machbar aus. Lämpchen, Glimmlämpchen haben wir kein einziges. Wo sind unsere ganzen Mesesachen hin, sag mal? Das gibt ja gar nicht. So, das war einmal Mese und einmal. Ach, ein Stock, okay. Dachte schon einmal Mese und einmal Fackel, aber dem ist nicht so. Da. So. Ach, bekommt man immer gleich vier Stück mit einmal. Na, okay. Dann brauchen wir natürlich. Ach so, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie viel Notkarte bekommt man eigentlich. Man bekommt, okay, nur einen. Ja. Dankeschön. So, zwei Stück brauchen wir. Und der Rest kann wieder in die Kiste. So, dann brauchen wir jetzt noch die Pisten. Wie waren die? Glückstreffer. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben. So, das heißt, zuallererst müssen die Dinger rein. Dann muss danach das Notgatter rein. Dann kommt danach Mesekon. Dann kommt danach die Pisten. Und danach kommen dann die Dinger. So, das Ganze, diese Notkarte muss ich ja wieder rotieren, weil ist halt so. Okidoki. Also, wir haben Stein, Pisten, das und das. So ungefähr. Nein! Ach, Mann, da, nein, da. Ich hab das Mesekon vergessen. So, jetzt kommen die Pisten. Und jetzt kommen die Steine. Programmieren kann ich dann später von der anderen Seite. Das kann ich jetzt also erstmal lassen. Überlegen. Doch, genau, war hier. Dann kommt jetzt der Inverter.
Hatte ich den anderen rotiert gehabt? Ah, werden wir bald sehen, ob funktioniert oder nicht. So. Perfekt. Okay, jetzt kommt heftig auf heftig. Ich werde bei denen aber den Radius etwas runterstellen, denke ich mal. Okay, also hier funktioniert der Inverter schon mal. So, er soll reagieren auf Ronix und aber nicht in einem Radius von 10, sondern im Radius von... Das Problem ist halt, die Dinger werden auch immer dann aktiv, wenn wir hier im Keller rumspuken. Deswegen will ich den Radius nicht zu weit oben haben, damit es uns nicht jetzt halt auf den Nerven geht. Aber ich denke mal, da führt gar kein Weg dran vorbei. Fünf ist zu wenig, ne? Wir mussten mindestens 6 nehmen. Ach komm, leck mich. Hallo? So. Komm. 10. Okay. Das heißt, jetzt ist die Tür offen. Jetzt sind die Türen zu. Perfekt. Es funktioniert. Juhu. Sehr schön. Na klar, wie gesagt, der hier, weil er hier da ist. Aber. Nice. Wie gesagt, Problem ist immer, sobald wir hier im Keller rumspuken, wenn wir da hinten immer random Geräusche hören. Ja. Ich hoffe, das geht auf Dauer nicht zu sehr auf den Sack. Ansonsten machen wir ein Problem. So. Das ist dann erstmal mit dem. Dann können wir jetzt quasi anfangen, die eigentlichen Räume auszubauen. Was natürlich auch ein Träumchen wird, weil uns die ganze Zeit Wasser auf den Kopf fallen wird. Das nicht geil. Das echt nicht geil. Die Frage ist, wie groß machen wir die Räume? Also wie gesagt, der Gang sollte auf jeden Fall 3 breit sein. Die Frage ist, wie gesagt, wie lang machen wir die? Unser Hauptlager, also das Lager, was wir bereits haben, ist ja glaube ich 12 Pisten lang, also insgesamt 15 Blöcke. Bleiben wir in der Größenordnung, dass wir quasi sagen, okay, wir bauen 3x15 Block Länge Lager, wenn das ein Wort ist? Oder hat da immer nur 2 pro Feld? Gucken wir da mal. Wir gucken einfach mal. Ja, doch, sind 3. Ach nee, sind 2x4. Nee, also 2x2. Immer. Ja, so war das, okay. Na genau. Immer 2x2. Also quasi 5 Blocklänge, 5 Blocklänge. Also ist hier sowieso ganz anders aufgebaut. Ne, so wollte ich jetzt im Lager unten definitiv nicht. Sondern da würde ich dann wirklich 3x3 Dinger machen. Wobei. Ist eigentlich die Frage. Ich würde mal sagen, so von der Grundstruktur können wir es zumindest so ähnlich machen wie hier, dass wir aber quasi die Kiste jeweils einen halben Block reinsetzen in den Raum. Also, besser gesagt, werden wir sehen. Also, werdet ihr sehen, wie ich das meine. Die Frage ist halt, ob die Grundstruktur so mit den 2x2 pro Bereich quasi gut ist. Oder ob wir es nicht doch anders machen. Oder wir machen unten im Lager auch hier immer welche hin. Dass wir wirklich sagen, okay, wir haben 3x5er Blöcke. Und das pro Seite 3-mal. Oder doch 3x4. Wie ich es eigentlich gedacht habe. Ich glaube, wir machen von der Grundstruktur erstmal genauso, wie es da ist. Und dann gucken wir weiter. Ich muss sowieso gucken, ob wir mit Pipes arbeiten. Weil ganz ehrlich, mit den Pipes macht er letztendlich keinen Sinn.
Dadurch, dass wir jetzt dieses Feature haben, dass wir quasi einfach nur auf die Blöcke raufklicken müssen und dass sich sowieso dann alles raus aus unserem Inventar rausschluckt, wie es braucht. That's what she said. Von daher brauchen wir da sowieso keine Konstruktion mehr dahinter. Und ansonsten würde ich persönlich auch eher überlegen, wenn wir schon mit einer automatischen Einsortierung arbeiten sollten, dass wir dann die Dinger hier benutzen. Ne? Die ja extra dafür gedacht sind. Bin ich ein bisschen am Überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Platz. Wir machen erstmal irgendwie Platz. So, wir machen erstmal 5, 3, 17, 17 Länge. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Wir nutzen mal die Dinger hier, diese Fackel, gleich mal zur Längvermessung. Das heißt, hier ist Mauer. Hier ist dunkel. Spaß. Hier ist Mauer. 1, 2, 3, 4, 5. Zwischenmauer. Genau. 1, 2, 3. Please. I need a shovel. Tut schon wieder. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf Zwischenwand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na gut, hier müsste dann die letzte, die eigentliche Wand sein. Wobei ich noch nicht weiß, also den Boden mache ich auf jeden Fall aus Cleanstone. Aber die Wände. Wollen wir mal Kobbel probieren als Wände? Wobei ich dann Cobblestone lieber als Boden benutzen würde. Ja, das ist quasi so ein bisschen Katakomben-mäßig. Mäßig aussieht. Oder wir machen alles aus Cobblestone. Das wäre vielleicht auch stylisch. Oder wir haben ja drei Lager, dass wir quasi jedes Lager. Nee, das ist auch scheiße. Verschiedene Farben. Wir machen ein rotes, ein blaues und ein grünes Lager. Gibt es überhaupt entsprechende Blöcke? Obwohl, ich habe ja hier diese komischen Farbblöcke. Ich habe ja alle Blöcke da, die man benutzen kann. Hier. Bob-Blocks, Plain und aus denen kann man alle Farben machen. Ne? Kann man hier 256 Farben machen. Also das wäre kein Problem. Aber ehrlich gesagt, nein. Oh, wir machen ein Diamantenlager, ein Meseblocklager und wir machen ein. Das sieht noch geil aus. Goldblocklager ist halt super lame. Also, super lame. Einmal Diamant, einmal Mese. Was bist du hier eigentlich? Kaktusziegel. Die Dinger kann man ja auch einfärben, ne? Ich habe mittlerweile, ne, ich habe ja letztens ein paar Mods installiert, wo man mittlerweile alles, also alle Grundblöcke, also auch die hier zum Beispiel, kann man einfärben, wie man lustig ist. In allen möglichen Farben. Also jeweils 256 Farben. Da gibt es ja dieses komische Painting-Tool da, diese komische Spritze. Hatte ich glaube auch schon mal gezeigt gehabt, oder? Hatte ich das im Let's Play gezeigt gehabt? Oder hat sich das privat jemandem gezeigt gehabt? Nee, es war glaube ich privat. Da habe ich hier im Let's Play noch gar nicht gezeigt. Ist auch egal. Ja, wie gestalten wir unsere Lager? Weil wieder das hier benutzen, wir haben jetzt fast überall im Lager diesen Steinziegel. Was nicht schlecht ist, ich meine, es ist nun mal Steinziegel und Lager sind, also unterirdische Gewölbe sind nun mal daraus gebaut, ja. Aber ein bisschen Abwechslung könnte halt auch nicht schaden. Und von der Textur her finde ich halt auch Cobblestone geil. Ich glaube, wir benutzen Cobblestone tatsächlich. Ja, komm. Ja, machen wir. Genau so. Dann müssen wir aber hier quasi schon anfangen.
Da hat es wirklich Spaß. So. Das heißt, erstmal den ganzen Raum hier ausleeren. Das Problem ist, ich muss nur noch eins nach oben buddeln. Aber dann kommt das Wasser. Ich wundere mich sowieso gerade, dass hier kein Wasser kommt. Müsste hier nicht langsam der Bereich kommen, wo der Fluss tiefer kommen wird? Wir sind doch jetzt hier mitten im Wasser. Im Wassergebiet, oder nicht? Wait a second. Ach, guck mal. Doch, wird hier. Siehst du, hier hinten fängt es schon an, tiefer zu werden. Dann haben wir da gerade so noch dran vorbeigearbeitet. Lol. Das kann ja eng werden. So. Okay, also meine Idee ist jetzt folgende. Wir bauen die Dwarven auf der Ebene. Und die Zwischenwände, das sind dann quasi immer so halbe, also so Slabs. Dass die Zwischenwände quasi ein bisschen reinragen, aber wir quasi von Zwischenwand zur Zwischenwand zwei Blöcke haben. Ne? Quasi den Block, den wir hier laufen, links noch einen halben Block und rechts noch einen halben Block. Ja. Wäre erstmal so meine Idee. So, das heißt, der ganze Kladderadatsch muss auch weg. Oder bauen wir die Katakomben nur zwei hoch, dass wir es wirklich so auf der Höhe lassen, wie es jetzt ist. Das wirkt halt extrem beengt, aber das könnte man so als Stilmittel durchaus benutzen. Wäre vielleicht gar nicht mal so. Doch, das wäre ultra geil. Damit verschwenden wir zwar wieder Platz. Aber es wäre halt so unendlich geil von der Optik her, weißt du? Ah. Ich bin gerade am Überlegen. Es gibt hier auch noch Alternativen. Dass wir quasi den Boden noch einen halben Block runtergehen. Ne? Dass wir quasi die Deckenhöhe, also die Höhe des Raums, nicht auf drei Blöcke, sondern zweieinhalb Blöcke benutzen. Dann könnten wir nämlich die Dwarven um einen Block runtersetzen, den Gang aber nur um einen halben Block. Hat man quasi noch so eine Abstufung, dass die Kisten quasi ein bisschen runtergehen, ne, ein bisschen abgesetzt sind. Würde das optisch gut aussehen, frage ich mich gerade. Das ist halt das, wo ich gerade so ein bisschen überlege. Würde das so gut aussehen, wie ich mir das gerade im Kopf vorstelle? Ich weiß gar nicht, wo ich das so gebaut hatte. Doch, genau, auf dem... Das müsste mein alter Mein. Okay, wir machen mal ganz kurz Folgenpause und nächste Folge besuchen wir ganz kurz meinen ganz alten Mindclone-Server. Und dann zeige ich euch noch, was ich meinte. So von Optik her, ne? Also bis dann.